seid ganz schlecht ins Spiel gekommen. Ja, Friedrichshafen hat aber sehr stark angefangen. Gut aufgeschlagen, uns häufig geblockt im ersten Satz. Man muss auch einfach sagen, dass sie auch einfach hoch sind. Vielleicht auch einfach eine bisschen größere und blockstärkere Mannschaft als wir. Und dann kommen wir aber zurück im zweiten und mit Hilfe der Zuschauer gewinnen Aufschlagannahme. Wir machen dann auch blocken auch selber, fangen an zu verteidigen und sind dann eigentlich in Satz 2 und 3 auf einer Welle. Und dann kommen wir, ich glaube, im vierten Satz noch nicht aus dem Läufer 1 raus, wo wir einfach, glaube ich, 5 Bälle oder so im Läufer 1 abgeben. Da müssen wir jetzt die Woche dran arbeiten und dann ja, bin ich zuversichtlich, dass wir da in Friedrichshafen nochmal angreifen werden. Wo ist das Ding denn gekippt? Ja, 4-2 im Tiebreak geführt, ne? Ja, kann ich nicht hundertprozentig sagen. Wir waren alle auch hinten raus ein bisschen müde. Man merkt dann auch wirklich dann noch Corona ein bisschen. Natürlich das Adrenalin und die Fans pushen nochmal, aber man merkt, dass man einfach, vielleicht liegt es daran, ich kann es dir wirklich sagen. Ich hätte eigentlich gedacht, wie wir in Tiebreak gestartet sind, dass wir da ein bisschen das Ding enger gestalten oder selber nochmal gewinnen können, aber das haben wir dann hinten raus nicht geschafft. Thomas ist raus, Sebastian ist raus, also eigentlich die Spielachse. Erik Burgriff ist reingekommen, Philipp John ist reingekommen. Die haben ja eigentlich gestochen, die zwei, ne? Ja, Bogi muss man, also das ist unglaublich, was er heute gemacht hat, weil der war ja noch mal eine Woche länger, der hat ja einen Rückfall gehabt. Er lag mit 40 Fieber vor, keine Ahnung, anderthalb Wochen oder so noch im Bett. Und dann macht er hier heute so ein Spiel. Ist unglaublich, was Bogi heute, wie Bogi heute der Mannschaft geholfen hat. Und Philipp, müssen wir nicht drüber reden, hat auf jeden Fall, ja, uns viele Punkte beschert heute, war wichtig. Was sagst du zur Atmosphäre heute? Ich weiß nicht, wie viele da waren. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass das Ding rappelvoll ist. Wir brauchen auf jeden Fall nächste Woche Mittwoch alles, was Dürn zu bieten hat. Weil man sieht ja, Friedrichshafen ist halt einfach starker Gegner. Haben auch, muss man auch ehrlich sagen, einfach auch mehr Geld und mehr Budget als wir. Und wenn wir die schlagen, ja, dann ist es ist geil, wenn da so viele Leute wie möglich zuschauen dabei. Was erwartest du jetzt im Rückspiel am Wochenende in Friedrichshafen? Erstmal ruhen wir uns jetzt mal aus einen Tag. Man merkt es schon deutlich, dass die Beine wirklich schwer sind. Dann versuchen wir eine Videoanalyse zu machen, ein bisschen zu gucken, was Friedrichshafen, aber auch was wir eventuell auch falsch gemacht haben oder was Friedrichshafen halt gut gemacht hat. Und dann geht es halt volle Power nochmal nach Friedrichshafen. Ich glaube, Samstag fahren wir und Sonntag spielen wir. Okay, gut, danke schön. Ich habe noch eine Frage, hat das die Friedrichshafener irritiert, dass auf einmal nicht mehr ein Linkshänder zu blocken war, sondern dann auf einmal Philipp über rechts kam, dass der Block falsch positioniert war? Im zweiten Satz, im dritten. Also es ist natürlich ein ganz anderer Ball, den wir mit Philipp spielen. Also mit Tomasz und Seba spielen ja einen ganz, ganz schnellen Ball, der ganz schwer zu blocken ist, weil du einfach im Block kaum hinterherkommst. Irritiert, weiß ich jetzt nicht. Die haben ja selber auch zwei Rechtshänder als Diagonale, also ich glaube nicht, dass sie irritiert waren. Philipp hat es halt einfach extrem gut gemacht und Philipp hat halt auch ist halt ein anderer Spielertyp. Philipp geht halt über den Block oder er kann halt auch bessere Winkel schlagen. Seba spielt halt mehr mit dem Block und schlägt halt schnellere Bälle. Irritiert würde ich nicht sagen, aber es kam unserem Spiel zugute, dass wir den Wechsel gemacht haben. Ist das denn als Mannschaft einfach, dann taktisch umzustellen, wenn auf einmal ein anderer Spieler reinkommt, als man erwartet hat? Ja, im Endeffekt macht er auch genau das Gleiche wie alle anderen auch. Der nimmt an und der greift an. Wir wissen natürlich, welche bevorzugten Richtungen er lieber schlägt, aber da ist nicht so ein großer Unterschied, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt.